Ich bin ja ein echter Käseliebhaber. Aber mein Kühlschrank hier, der hasst mich dafür. Er riecht echt ziemlich stark nach deftigem Käse. Besser gesagt, er stinkt. Aber da kann man ganz leicht Abhilfe schaffen. Also ich lege ganz einfach einen Speckstein in den Kühlschrank. Der Speckstein heißt in anderen Ländern Lavetzstein, das heißt übersetzt waschen. Genau dafür haben ihn schon die alten Römer verwendet. Die Mineralien in dem Stein reinigen ganz sanft und ohne Chemie. Und daher wird der Stein dann speckig. Deshalb ist er für den Kühlschrank ideal. Ach, Andrea, die alten Römer haben höchstens Waschbecken und Kochtöpfe aus Speckstein gebaut. Was gegen üble Gerüche hilft, ist Holzkohle. Einfach etwas Holzkohle in ein Schälchen in den Kühlschrank stellen. Holzkohle absorbiert die lästigen Gerüche, wirkt wie Aktivkohle. Das kennen wir ja von den Schuheinlegesohlen. Ist das gleiche Prinzip. In Arnsberg bin ich jetzt mit Frau Hölker verbunden. Hallo Frau Hölker. Guten Tag, Frau König. Geht's Ihnen gut? Es geht mir gut. Das ist schön. Vielleicht gleich noch besser, wenn Sie den richtigen Tipp abgeben. Sind Sie bei Andrea und dem Speckstein oder bei Nicole und der Holzkohle? Ich bin bei Nicole und der Holzkohle. Weil das absorbiert. Ja, genau. Ist so dasselbe Prinzip wie mit den Einlegesohlen. Die haben ja auch manchmal so Kohlefasern, ne? Ja. Und wissen Sie was? Ja. Sie haben recht. 250 Euro für Sie. Hurra! Ach, ich danke Ihnen schön, Frau König. Ja, sehr gerne. Und ein Adventskalender. Das ist schön. Ein Adventskalender kriegen Sie auch noch oben drauf. Ein kleines, süßes Andenken an uns, ja? Dankeschön. Kommt ganz schnell, damit Sie in Arnsberg dann morgen auch schon das erste Türchen, ja, morgen vielleicht nicht, aber übermorgen.